Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Empire at War. Ihr hattet abgestimmt in den Drabo News, dass das nächste Star Wars Let's Play von mir sein soll. Und ich habe mir gedacht, hey, dann wird es auch langsam mal Zeit. Es hat jetzt relativ lange gedauert, bis ich mal die Zeit dafür gefunden habe. Aber jetzt ist es endlich soweit. Habe ich früher sehr gerne gespielt, das Spiel, aber ich habe es relativ lange nicht mehr gespielt. Also ich bin vielleicht nicht mehr ganz so gut. Aber starten wir einfach hier direkt rein in die böse Kampagne von Empire at War. Richtig, der tyrannische Imperator Palpatine herrscht über die gesamte Galaxis. Nur eine kleine Rebellenallianz leistet noch Widerstand und wagt es, das militärisch weit überlegene Imperium herauszufordern. Doch der Todesstern, die ultimative Waffe des Imperiums, steht kurz vor seiner Vollendung. Er droht, die Rebellion zu zerschlagen, denn sobald er einsatzbereit ist, hat das Imperium die Macht, ganze Planeten zu vernichten. Als jedoch ein unbekannter Verräter auftaucht und militärische Geheimnisse des Imperiums verkauft, droht der Kampf eine unerwartete Wendung zu nehmen. Der Imperator hat daher seinem Schüler Darth Vader den Auftrag erteilt, diesen Verräter zu finden und zu eliminieren. Und das wird unsere Aufgabe sein. Ich hatte euch ja auch abstimmen lassen in den Drabo News, was ihr da am liebsten sehen wollt in dem Spiel. Und ihr habt euch für die böse Kampagne entschieden. Es gibt auch eine Rebellenkampagne. Das spielt hier alles zur Zeit der Episode 4 bis 6. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe es, wie gesagt, vor Ewigkeit mal gespielt. Das Spiel ist von 2006. Und ich hoffe mal, ich komme wieder halbwegs rein hier, aber schauen wir mal, wie es läuft. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich freue mich drauf, auch endlich wieder ein Star Wars Let's Play hier zu spielen. Natürlich hier schon mit dem Star Wars typischen Intro. Mit Sternzerstörer und landender Lambda-Fähre. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Auch wieder ungewohnt am PC was aufzunehmen. Lange nicht mehr am PC aufgenommen. Ich habe noch nie ein Strategiespiel aufgenommen. Fällt mir da gerade auf. Mein Lord, wir haben einen kleinen Vorposten der Rebellen lokalisiert, der mit Hilfe eines verlassenen Sendeturms den imperialen Funkverkehr abhört. Haben die Rebellen uns entdeckt? Nein, Sir. Wir haben ihre Sensoren blockiert, bevor wir gelandet sind. Hoffentlich habt ihr recht, Commander. Wir werden die Streitkräfte der Rebellen hier mit einem schnellen Schlag eliminieren und den Verräter enttarnen. Ja, Sir. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Auftrag, wählt eure Einheiten aus und greift die Rebellenbasis im Norden an. Norden ist da oben. Da ist auch schon ein schöner Schutzschild rum, den wir wahrscheinlich erstmal ausschalten müssen oder so. Nun gut, wir sind auf jeden Fall nicht ganz schlecht ausgerüstet hier. Euer Mangel an Glauben ist beklagenswert. Wir haben hier unter anderem Darth Vader mit dabei, außerdem einige AT, ST und dann auch noch einige normale Sturmtruppler. Gebt euren Kurs an. Unterwegs zur Sekundärposition. Wir haben den Gegner gefunden. Ja. Das Coole ist auch bei dem Spiel, man sieht hier immer, es ist so ein bisschen Schere-Stein-Papier-Prinzip. Das heißt, bestimmte Einheiten sind gegen bestimmte andere Einheiten extrem effektiv. Da seht ihr das auch immer. Und das sollte man auch ausspielen, weil wenn man das nicht ausspielt und mit den falschen Einheiten gegen die falschen Einheiten kämpft, dann ist man sehr schnell tot. So, wir zeigen jetzt gleich mal, was Darth Vader kann, vorausgesetzt er ist schnell genug. Das ist Darth Vader! Nicht viel weg hier! Der kann nämlich die Gegner richtig hart weghauen. Ich kann hier auch so ein bisschen reinzoomen ins Spiel. Es wird geschehen. Imperiale Kampfläufer, greift sie sofort an! Ich werde wahrscheinlich aber eher in dieser Perspektive hier spielen. Man kann auch ziemlich weit rauszoomen, das finde ich auch extrem cool. Es gibt kaum Strategiespiele, wo man so weit rauszoomen kann. Da hat man wirklich eine super Übersicht hier oben. Aber ich werde es meistens so in der Perspektive, schätze ich mal, ungefähr spielen hier. Liegt einfach dran, dass ich da die meiste Übersicht habe und ich glaube, es am besten wird. So, da können wir jetzt gleich mal unsere neue eine der Fähigkeiten einsetzen von Darth Vader, auch die andere Fähigkeit. Ihr seid da drin sicher? Ihr seht schon. Jetzt werdet ihr lernen, was Leiden wirklich heißt. Darth Vader ist sehr mächtig in dem Spiel. Also, normalerweise ist er auch mächtig natürlich. Widerstand ist zwecklos. Wir haben auch noch eine andere Perspektive. Feuer frei. So eine, filmische Perspektive mehr soll das hier sein. Schaut auch ganz interessant aus. Problem ist halt, ich sehe absolut nichts, wenn ich in dieser Perspektive spiele. Also ich kann so nicht spielen. So ist ganz nett zum Zuschauen, aber wie gesagt, wir werden wahrscheinlich eher in dieser Perspektive hier spielen. Und wir lassen hier Vader ein bisschen allein hier vorne. Das geht aber nicht. Werdet ihr nicht entkommen. Unsere Aufgabe wird es natürlich sein, die ganze Galaxis nach und nach einzunehmen. Das ist euer Ende. Wir geben euch Deckung. Und wenn die Kampagne euch interessiert, dann werde ich natürlich auch die anderen Kampagnen spielen. Muss ich mal schauen, wie das zeitlich alles hinhaut. Aber wie gesagt, es war früher auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele gewesen. Diese Sendeanlage wird den Rebellen nichts mehr nützen. Zerstört sie.
Also lange vor der Zeit auf YouTube habe ich immer sehr gerne Strategiespiele gespielt, also unter anderem auch Stronghold, Stronghold Crusader, das waren damals so meine Lieblingsspiele. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Und eben auch das hier. So, Raider kriegt hier gleich schon ordentlich Schaden. Aber der macht das locker. Wir machen erstmal hier dieses... diesen Infanterieabwehrturm kaputt. Als nächstes geht's auf den Panzer hier. Und dann zeigen wir mal den Rebellen hier, wie wir sie weghauen können. Oh ja. Raider hat rein. Haut rein. Trotzdem hat Raider schon relativ viel Schaden bekommen. Alarmiert alle Kommandeure. Wir geben euch Deckung. Würde ich mal an der Stelle etwas aufbauen. Und zwar kann man an solchen Stellen hier immer verschiedene Sachen aufbauen. Unter anderem eine Bagdad-Station, wo man Leute mit heilen kann. Oder einen Infanterieabwehrturm, oder wir hier eher nicht angegriffen werden. Oder uns nicht zurückziehen müssen, werde ich jetzt erstmal die Bagdad-Station hier bauen. Das andere war noch eine Fahrzeugreparatur. Die gibt es natürlich auch, falls wir hier unsere AT-STs reparieren wollen. Ist natürlich auch wichtig. Aber wie gesagt, Raider ist jetzt momentan hier mein wichtigster. Außerdem muss er überleben. Das ist hier auch eines der Einsatzziele. Später im Spiel, also in den Missionen dann im Spiel später, da darf Raider auch durchaus sterben. Das ist dann nicht so schlimm. Da kommt dann einfach ein paar Runden später wieder zurück ins Spiel. Das werdet ihr dann aber sehen, wenn es soweit ist. Die Sendeanlage wurde zerstört, Lord Raider. Wir geben euch Deckung. Das ist nett. So, da können wir, glaube ich, noch nicht rein. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen rumlaufen, außenrum. Ein bisschen erinnere ich mich noch dran. Also ich habe damals auch, wo ich es privat gespielt habe, die gute und die böse Kampagne durchgespielt. Aber wie gesagt, das war 2006. Heute einmal 2017. Vor einem Angriff müssen wir den Schild außer Gefecht setzen. Zerstört die Energiequelle, bevor wir zum Stützpunkt vorrücken. Wobei ich ja finde, solche Spiele halten sich eigentlich ganz gut, also Strategiespiele zumindest. Also wenn man es jetzt gerade von hier oben ausschaut, dann geht es auch noch heute komplett klar. Klar, es ist nicht die wunderschöne Grafik, aber ihr müsst denken, das Spiel ist über 10 Jahre alt. So, alles wieder drauf, diesen Infanterieturm hier. Der macht uns nämlich wirklich unangenehm viel Schaden. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt macht uns nichts mehr Schaden hier. Gebt euren Kurs an. Genau hinter euch. Wie ihr wünscht. Wir rücken weiter vor und nehmen hier einen. Der Energiegenerator. Sofort zerstören. Einen weiteren Punkt ein. Diese Punkte, da kann man immer wieder Verstärkung holen dann auf der Karte. Also insgesamt kann ich dann hier, glaube ich, dann insgesamt 10 nehmen. Die Verstärkung ist im Landeanflug. Haltet euch bereit. Genau, da wird dann meine Einheitenkapazität auf 10 hier ist jetzt erhöht. Lasst niemanden am Leben. Also meine maximale Einheitenanzahl. Deswegen lohnt sich es auch immer, diese Punkte hier einzunehmen. Da sehen wir auch schon eine neue Art von Fahrzeug gleich hier. Nämlich den Bataillon in der Reihe. Der Energiegenerator ist zerstört. Erledigt den Rest der Rebellen. Eure Anweisung. Den TIE Mauler heißt der. Das ist so ein kleiner Panzer. Wow. Auf sie mit Gebrüll. Ich finde diese kleinen Panzer nicht so gut, weil die nicht so viel aushalten. Deswegen werde ich die auch relativ wenig spielen. Aber sie haben eine ganz coole Fähigkeit. Sie können nämlich die Gegner überfahren. Vorausgesetzt natürlich, man kommt zu den Gegnern. Zeige ich euch gleich mal. Da rennen die Gegner auch schon. Seht ihr, da könnt ihr einfach Platz walzen. Also gegen große Gegnertruppen, gegen so leichte große Gegnertruppen, wie die hier sind, dann kann man eigentlich ganz gut fertig werden mit denen. So. Was ist? Einer ist hier schon ein bisschen mitgenommen. Ich glaube, wir reparieren mal ein bisschen. Man kann es hier auch... Man kann es hier auch, wenn man will, etwas beschleunigen. Also hier unten könnte ich das Spiel auch schneller machen. Werde ich aber relativ selten machen, weil... Finde ich nicht so spannend. Ihr könnt euch das Gerede sparen. Das Problem ist auch, dann kann man nicht schnell, wenn man es gerade auch schnell hat und dann passiert irgendwas, dann kann man nicht schnell genug reagieren. Von daher ist es mir lieber, ich spiele ganz normal so und Konstruktion abgeschlossen. Mach hier nicht auf Full Speed. So, Konstruktion ist abgeschlossen. Unsere ATS, die Kampfläufer werden auch gerade repariert. Schwach sind sie gegen diese Panzer, die ihr von gesehen habt. Und vor allem sind sie schwach gegen solche Raketentruppen. Diese Raketentruppen, die sind richtig nervig. Was nun? So, ich glaube, wir können mal langsam hier vormarschieren. Ich spiele übrigens auch mittel die Kampagne. Mal schauen, ob ich schaffe. Ich hoffe mal, ich stelle mich nicht allzu dumm an. Wäre natürlich ärgerlich, aber wird schon werden. Wird schon werden. So, Raider mal wieder vorschicken. Gar nicht so clever eigentlich, weil der nicht draufgehen darf, aber... Hier ist nicht mehr so viel los. Ja, doch ein paar von denen, aber die dürften kein Problem für uns darstellen. Den zweiten Turm machen wir auch noch schnell kaputt. Es ist auch krass, wie viele auf ihn draufschießen. Er nimmt halt wirklich sehr wenig Schaden nur. So, Raider. Raider nehmen wir jetzt mal hier in die Mitte von den Ganzen und dann... Hui! Fliegen sie förmlich davon.
Auf jeden Fall sollten wir das Bagdad-Ding hier noch zerstören. Sonst können die sich hier die ganze Zeit heilen, unsere Gegner, und dann leben sie länger. Und das wollen wir ja auf keinen Fall. Das Spiel ist auch so, dass es sich immer wieder abwechselt. Also es gibt diese Mission hier am Boden, es gibt auch Raumschlachten, die auch ziemlich cool sind. Und es gibt eine große Strategiekarte, auf der man kämpft. Ähnlich wie bei Rome Total War zum Beispiel. Das war auch eines der Strategiespiele, die ich früher ganz gern gespielt habe, Rome Total War. Was noch? Age of Mythology habe ich auch total gern gespielt. Ich sage ja, früher habe ich fast nur Strategiespiele gespielt eigentlich, privat. Also vor meinen Zeiten auf YouTube. Und natürlich Star Wars Spiele. Lego-Spiele habe ich damals auch schon gespielt. Also mit meinen ersten Spiele, Strategiespiele und Lego-Spiele. Und vielleicht noch ein paar Rennspiele. Aus wie Midtown Madness oder sowas. Da kommen noch ein paar da raus. Ich glaube fast, wir haben fast keine Einheiten verloren. Hier seht ihr noch, da haben wir so Bomber. Das ist jetzt gerade ausgegraut, weil wir keinen im Orbit haben. Aber da können wir später noch Bomberangriffe befehligen. Die sind ziemlich mächtig. Also die können wir auf jeden Fall noch gut gebrauchen. Aber bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen. Und da kommen auch noch mal ein paar von den Ganoven raus. So, lassen wir noch mal den Mauler hier ein bisschen rollen. Also du sollst da drüber fahren. Du sollst dich scannen, du sollst da drüber fahren. So, die sind platzgewalzt. Eure Inkompetenz ist besorgniserregend. Die Rebellen wurden eindeutig gewarnt. Mein Lord, wahrscheinlich ist der Verräter... Ihr habt euch das letzte Mal als Versager erwiesen, Commander. Ich komme ohne eure Dienste besser zurecht. Habt ihr auf eurer Suche etwas gefunden, Soldat? Einige Ausrüstungsgegenstände hier tragen Einheitsabzeichen der Piraten. Die Rebellen könnten mit ihnen zusammenarbeiten. Sie geben den Piraten offenbar Informationen über unsere Frachtrouten im Tausch gegen Nachschub. Rekonstruiert den Funkverkehr. Er wird uns zur Rebellion führen. Ja, Sir. Wir haben gesiegt. Schön. Der erste Sieg gleich für uns. Für das Imperium. Fast ein bisschen stolz auf uns hier. Eigene Verluste. Keine. Die Gegner haben leider auch keine Verluste gehabt. Also, sie haben schon Verluste gehabt, aber das hat nicht für ihre Einheiten gezählt. Egal, das versteht ihr dann später noch. So, wir gehen zu der Galaxiskarte. Wo wir die große Übersicht haben, so alles. Berichte von Fondor melden, dass die Rebellen dort unsere Truppen in die Flucht geschlagen und einige Siedlungen unter ihre Kontrolle gebracht haben. Dieser bedeutungslose Vergeltungsschlag verrät uns nur ihre Position. Eliminiert sie schnell und bergt alle verfügbaren Daten über ihren Funkverkehr aus dem Schutt. Einsatzlogbuch aktualisiert. Wir haben eine neue Aufgabe, und zwar sollen wir Fondor zurückerobern von den Rebellen. Kommen wir da direkt hin? Ja, wir können da direkt hin. Das ist hier die Galaxiskarte, was ihr hier seht. Also das sind alle Planeten, die es hier in diesem Spiel gibt sozusagen, auf denen man auch kämpfen kann. Oder über denen man kämpfen kann. Und wir sind hier gerade mit Darth Vader, also mit unserem Helden, unterwegs. Und können hier auf jedem Planeten kann man auch Sachen bauen. Und dann, warum sind da Einheiten im Orbit? Also das sind in der Luft Einheiten, die sind in der Luft natürlich nicht effektiv. Da können sie nämlich leicht angegriffen werden. Ich guck gerade mal. Ich zieh mal kurz Vader hoch und schau mal, ob hier der Planet in der Luft... Ah, wir greifen noch nicht an Fondor. Wir greifen Fondor noch nicht an. Ich glaube, ich kann da aber nicht... Na, ich muss auf jeden Fall nach Fondor als erstes. Okay. Dann schauen wir mal auf die Planeten drauf. Das lohnt sich immer. Denn auf den Planeten sind Bauplätze hier. Und auf diesen Bauplätzen kann man Sachen bauen. Das hier wird jetzt einfach mal, behaupte ich mal, mein Minenplanet. Diese Minen bringen... 1, 2, 3, 4, 5... Genau, diese Minen bringen... Aufbau beginnt. Dass man mehr Geld bekommt pro Runde. Ihr seht da immer, da läuft ein Tag, aber am Ende des Tages bekomme ich wieder ein bisschen mehr Geld. Ich kann mir auch anzeigen lassen hier, wie viel Geld jeder Planet bringt. Und was haben wir hier noch? Da können wir die Raumstationenstufe zeigen. Wir haben momentan, glaube ich, fast nirgendwo Raumstationen. Coruscant ist so unser Hauptplanet hier vom Imperium. Also da, wo wir die besten Sachen momentan bauen können. Da können wir auch das Wetter zeigen oder irgendwelche Effekte. Konstruktion abgeschlossen. Das habe ich jetzt mal aus hier. Genau, wir können uns ja auch, hier gibt es immer Boden und Luft, also das sind die Sachen, die ich am Boden bauen kann hier auf dem Planeten. Und das hier sind die Sachen, die ich in der Luft bauen kann. In dem Fall kann ich hier eine Raumstation bauen. Ich lasse erstmal die Stufe 1 Raumstation, das sollte erstmal so passen. Und außerdem haben wir jetzt hier die Minen. Bauen wir da noch mehr Minen? Ach komm, machen wir einen reinen Minenplaneten mal. Komm, machen wir einen reinen Minenplanet. Der bringt uns dann ganz viele Ressourcen, womit wir dann natürlich auch wieder Einheiten bauen können. Hier bauen wir gleich mal ein paar Truppen. Da habt ihr gerade gesehen, der Planet hat zum Beispiel nicht so viele Bauplätze hier unten.
Der hat nämlich nur 3 Bauplätze. Das ist Coruscant, wie gesagt. Hier können wir die etwas fortgeschrittenen Sachen schon bauen. Da können wir hier auch schon Akklamator-Kreuzer bauen, wenn wir da Bock drauf haben. Sind auch schon welche in der Luft da von denen. Ich bin auch noch so ein bisschen am überlegen, wie ich hier das alles ausrichte. Hier bauen wir auch mal, oder bauen wir da eine Mine hin. Wie gesagt, am Anfang schadet es auf jeden Fall nicht, ordentlich viele Minen zu haben. Ach komm, hauen wir noch eine Mine rauf. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte in dem Spiel. Ich hab das echt... Konstruktion abgeschlossen. Ah, sehr schön. Da haben wir gerade diese Offiziersakademie hier fertig gebaut, das Ding hier. Damit können wir jetzt Commander bauen. Der ist, er ist ein bisschen stärker als die normalen Einheiten der Commander und bringt ihnen auch Boni, den normalen Einheiten. Also ob er stärker ist, weiß ich nicht, aber er bringt ihnen auf jeden Fall Boni, sie kämpfen dann besser. Konstruktion abgeschlossen. Und das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Konstruktion abgeschlossen. So, hier seht ihr schon, hier ist unser Vermögen. 1440 kriegen wir jetzt schon pro Runde hier auf dem Planeten. Also es lohnt sich auch, wir haben jetzt 15.000, also wir sind momentan geldtechnisch ganz gut ausgerüstet. Ich baue jetzt mal auch mal hier erstmal Raumstationen überall hinbauen, weil bevor man einen Planeten erobern kann, muss man immer die Raumschlacht erst machen. Also wenn im Raum halt über dem Planeten etwas ist, deswegen macht man es die Gegnern auf jeden Fall deutlich schwerer, die Planeten einzunehmen, wenn man da schon Sachen rüber schweben hat. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird produziert. Da bauen wir gleich mal ordentlich was drüber hier im Orbit. So, hier können wir auch noch... Soldaten werden ausgebildet. Wir haben natürlich auch ein Truppenlimit, also wir können hier unendlich Einheiten bauen. Truppen werden ausgebildet. Das Einheitenlimit seht ihr hier auf der Seite. Es steigt aber auch, wenn man, glaube ich, Raumstationen und sowas baut. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer da, was ordentlich zu bauen. Wir kriegen auch relativ viel... Aufbau hat begonnen. Relativ viele Credits momentan. Direkt durch diesen einen Planeten hier drüben. Konstruktion abgeschlossen. So, und dann stellen wir uns langsam mal... Konstruktion abgeschlossen. Ja, ist ja gut. Dann stellen wir uns langsam mal hier eine Armee zusammen, die schlagkräftig genug ist, den Planeten einzunehmen. Oh, ich habe gerade die. Ich muss jetzt mal gucken. Es könnte sein, dass ich jetzt gleich was ganz Dummes tue. Nee, okay. Konstruktion abgeschlossen. Nichts passiert. Ich hatte jetzt gerade befürchtet gehabt. Konstruktion abgeschlossen. Ja, ist ja gut. Ich hatte gerade befürchtet gehabt, dass da Schiffe im Raum sind und ich bin ja hier gerade nur mit 2 Schiffen unterwegs gewesen. Das wäre nicht gut gewesen, wenn die da jetzt im Raum gewesen wären und mich da gnadenlos besiegt hätten. Bereit. Kreuzer online. So, das reicht erstmal hier als Bodenverteidigung. Die nehmen wir da auch noch mit. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall immer... Das war dämlich. Es lohnt sich auf jeden Fall immer mit einer fetten Armee anzurücken, weil man kann dann auf dem Boden auch immer wieder Nachschub holen. So. Dann nehmen wir von Coruscant noch ein paar mit. Nehmen wir mal so einen Commander noch mit. Kann eigentlich auch nicht schaden. Oder nehmen wir so hier noch mit. Die mag ich, die baue ich auch zum Beispiel, habe ich früher nie gebaut, diese Kundschafter hier. Na gut, wie gesagt, am Anfang können wir hier noch ordentlich was bauen. Melde mich, liebe Fahrzeug wird produziert. Wir bauen nochmal hier ordentlich Luftverstärkung. Luftverstärkung ist auch mal wichtig. Damit wir auch die Lufthoheiten der Galaxis für uns haben können. Kreuzer online. So, den tun wir auch mal da noch hin. Dann bauen wir hier gleich noch ein paar mehr. Werden ausgebildet. Wie gesagt, wir haben Einheiten, Einheiten, Einheiten. Wenn wir das Geld haben, Einheiten kaufen. Empfangen. So, ich überlege gerade, ich glaube... Nee, ziehe ich noch nicht von Coruscant ab da drüben. Wie schaut es hier momentan aus? Das ist, was die am Boden haben. Das ist, was wir haben. Ich würde gerne noch... Aber hier haben wir nicht nur noch AT-AT irgendwo. Da hätten wir noch einen AT-AT. Da bauen wir aber gerade noch welche. Okay, dann tun wir die beiden Einheiten auf jeden Fall noch rüber tun. Bin unterwegs. Und dann würde ich sagen... Reicht das auch und wir können langsam schon fast zu unserem nächsten Angriff übergehen, oder? Wie schaut es da hinten aus? Da haben wir noch keinen Commander. Ausbildung, rekrutiere Soldaten. Dann bauen wir da noch einen Commander hin, dass wir Kreuzer hier auf dem Planeten zumindest einen Commander unten noch haben. Man kann die Schlachten auch immer automatisch entscheiden lassen, aber den Großteil der Schlachten werde ich auf jeden Fall selber spielen, weil das einfach doch cooler ist, glaube ich, wenn man die Schlachten selber spielen kann. Empfange Position. Und nicht alles automatisch entschieden wird. Wie gesagt, am Anfang werde ich erstmal nur AT-ST und andere... Truppen bauen, also die normalen Truppen hier, das ist so das für den Anfang, denke ich, ganz gut. Außerdem sieht man ja, was die am Boden hier haben, die haben ja auch nicht viel bessere Sachen. Okay, und dann würde ich sagen, können wir hier auch langsam mal nach Fondor marschieren. Invasion beginnt. Wie gesagt, hier ist das Bevölkerungslimit, da ist unser Tech-Level, das heißt, die Tech-Stufe gibt bekannt, wie was für gute Einheiten wir bauen können. Momentan sind wir noch Tech-Stufe 1, das heißt, wir haben noch nicht so die mega guten Einheiten, aber das ist ja nicht so dramatisch. Hier ist die Bevölkerung, Menschen auf Fondor und ich würde sagen... Ah, die Kosten von Raumschiffen der Fregattenklasse werden durch Fondos orbitale Raumwelten werften reduziert. Okay.
Lohnt sich auf jeden Fall. So, und dann geht's auf Fondor. Vernichte jede Spur der Rebellion auf Fondor ist unsere Aufgabe. Und ihr seht schon, da geht's richtig ab hier. Wir haben es hier schon übel auf uns abgesehen. So, und wir holen uns hier gleich mal unsere Verstärkung. Starten hier gleich mal mit Raider rein. Außerdem hole ich mir mal so eine Einheit hier. Haben wir keine... Ach, verdammt. Ich habe schon den ersten... ich habe schon den ersten kapitalen Fehler gemacht hier. Nein, ich bin so doof. Verdammt. Ich habe nämlich mir ja keine Schiffe in den Raum geschickt, die Bombenangriffe machen können. Das heißt, wir müssen jetzt das alle ohne Bomber machen. Das wird uns ein paar mehr Verluste kosten, aber naja, das ist halt so. Das ist das Typische in dem Let's Play. Man labert halt und vergisst dann ab und zu mal wichtige Sachen. So, wie schaut es hier aus mit meiner Armee? Alle anwesend? Gut. Lasst mich nicht im Stich. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Schon mal ein bisschen vormarschieren. Wichtig ist natürlich, dass Raider hier gleich das Feuer auf sich zieht. So, hier können wir gleich mal was hinbauen. Das bauen wir hin. Wir haben ja eigentlich immer nur Fahrzeugabwehrturm. Fahrzeuge haben die eigentlich nicht. Die haben ja eigentlich nur Infanterie. Bauen wir mal zwei Infanterietürme hier hin. Infanterie. Weil die neigen nämlich dazu, auch da seht ihr gerade die Raketenschützen. Die sind richtig effektiv gegen unsere AT-ST. Also wenn wir da nicht aufpassen, haben wir keine Chance gegen die. Unsere AT-ST haben wir keine Chance gegen die. Deswegen habe ich jetzt auch relativ viele von den normalen Truppen mitgenommen, weil die nicht so die Probleme damit haben, wenn sie mit Raketen beschossen werden, komischerweise. So, jetzt schicken wir mal Raider hier in die Mitte rein und machen mal sowas hier. Sehr gut. Unsere Aufgabe ist hier, diese Häuser kaputt zu machen. Hier kommen auch immer neue Zivilisten raus, solange das Ding nicht zerstört ist. Von daher sollten wir es auf jeden Fall möglichst schnell zerstören. Das sind unsere... Ach, da sind die Dinger. Die Zivilisten sind hier auf der Welt leider gegen uns. Die sind auf der Seite der Rebellen. Ein Fehler von ihnen. Ihr seht schon, da kommen richtig viele gleich. Ich lasse mal Raider hier reinlaufen und gleich mal hier ordentlich aufräumen. Also ihr seht schon, Raider ist sehr mächtig hier. Wir machen das Ding hier gleich als nächstes kaputt. Aber ihr seht, auch Raider nimmt hier schon ordentlich Schaden, wenn ich nicht aufpasse. So, können wir hier mal eine Bombe machen? Ich glaube, wir haben da eine Bombe platziert, oder? Ah, Mist. Ja, so viel hat es aber leider nicht erwischt. So, zweite Ding ist auch kaputt. Naja, ihr sollt den hier angreifen. Angreifen! Den, dann greift halt den an. So, gleich mal mit Raider die Fähigkeit hier machen, den hochheben. Oh, wir haben Probleme, wir kriegen Probleme. Raider geht auch schon drauf. Also wenn wir Raider drauf geht, haben wir ein richtiges Problem. Wie gesagt, Raider ist eigentlich unsere stärkste Einheit, die wir haben. Der darf auf keinen Fall drauf gehen. Das Ding hier verkaufen wir kurz und heilen dafür. Machen da lieber ein Heilding für Raider drauf. Das war schon richtig doof hier gerade. Bisschen zu gierig gewesen beim Vorrücken. So, ihr kämpft gleich alle gegen die hier. Mit Raider gehe ich dann mal hier vor und heil mich. Ja, schade, dass ich die Bomben nicht habe. Ich bin bereit. So, jetzt schlagen wir gleich zurück. Ihr seht schon, auch gegen unsere Infanterietürme sind die hier echt gefährlich. Diese Raketentruppen. Da kommen gleich noch mehr. Verdammt, einer lebt noch. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.